kommen wir jetzt bei Aufgabe 1 zu den Teilen D, E und F. Analog erklärt, bei der Aufgabe D ist es ähnlich wie bei der Aufgabe C. Es sieht in erster Linie schrecklich aus, aber man kann sehr leicht viele Sachen zusammenfassen, immer dann, wenn man eine gleiche Basis hat, wie hier S und T und U jeweils im Zähler und im Nenner vorkommen, kann man den Nenner-Exponenten nehmen und davon den Zähler und das Ganze, den Zähler-Exponenten und den Nenner-Exponenten nehmen und dann das Ganze miteinander subtrahieren. Das heißt also minus 2 minus m plus 1 oder eben halt, wenn man keine Klammern setzen möchte, minus 2 minus m minus 1. Genauso im nächsten Schritt, auch hier schon ohne Klammer geschrieben, minus 3 minus m plus 1 und hier für das U dreht sich natürlich hier vor der 2 auch das Vorzeichen um, weil wir ja sonst das Ganze negativ nehmen würden. Ausgerechnet ergibt sich dieses und je nachdem, wie man es klammert oder umschreibt oder so, wichtig ist, wenn man S nach unten schreiben möchte, dann muss das Minus aus beiden Summanden ausgeklammert werden. Das heißt, wir kriegen hier Minus, Klammer auf, 3 plus m und dann kann man es nach unten schreiben. Sonst funktioniert es nicht. Gleiche passiert ist hier. Minus davor geschrieben, 2 plus m, auch das nach unten geschrieben. Und für u dann einfach umgeformt. So, hier haben wir wieder verschiedene Klammern. Am besten immer von innen nach außen auflösen. Die minus 2 gehört zum Beispiel an die 5 und an das x. Die minus 3 gehört natürlich dann hinterher an die 5 minus 2, an das x hoch minus 2, an die 3 und an das y hoch minus 6, wie hier aufgelistet. Für den Nenner das gleiche. Die minus 2 immer einzeln auf jeden einzelnen Faktor bezogen, wobei es hier eigentlich total egal ist, ob die 3 nach vorne steht, da hinten steht, das kann man jederzeit irgendwie umbauen. Hier ist das Ganze dann, was da oben in Exponenten und steht, zusammengeschrieben. Dann mal alle Zahlen nach vorne, alle Buchstaben nach hinten und gleiche Exponenten sortiert. Wir haben hier x hoch 6 und x hoch 12. Deswegen x hoch 6 minus 12, y hoch 18, y minus 6 gibt y hoch 18 minus minus 6 oder plus 6. So, dann kann man hier natürlich noch ein bisschen drin kürzen. Die 5 hoch 6 und die 5 hoch minus 2 gibt 5 hoch 6 plus 2 sind 5 hoch 8. Hier haben wir furchtbar viele x hoch 3, die zusammen geben x hoch minus 6. Da oben plus dazu, minus 3 plus 6 gibt plus 3. Und jetzt, wenn man es so aufschreiben möchte, dass man keine Minuszeichen mehr im Term hat, dann nimmt man halt das x nach unten und den Rest übernimmt man einfach. Aber auch hier, das ist natürlich definitiv noch nicht schön. Das hier ist genauso schön wie der Ausdruck. Und wenn man weiter differenzieren will zum Beispiel, ist das hier garantiert geschickter als ein Ausdruck der folgenden Art. So, im nächsten Beispiel oder in der nächsten Aufgabe, auch hier wieder nach gleichen Basen suchen. 27 zum Beispiel ist ein Vielfaches von 3, ist nämlich letztendlich 3 hoch 3 und 3 hoch 1 durch 3 hoch 3 gibt 3 hoch 1 minus 3. Dann gucken wir mal, was wir hier für die U's tun können. 1 minus m minus dem unteren Teil. Wenn man keine Klammern setzt, bitte daran denken, dass hier unten das Vorzeichen sich ändert. Und genau das gleiche für dies hier hinten. Ausgerechnet und zusammengefasst sind wir am Schluss dann bei diesem Ausdruck. Zum Teil E lässt sich sagen, auch hier wieder analog zu den anderen Teilen. Teilweise ist die Aufgabe gar nicht schwer. A hoch minus 14 durch A hoch 5, ja, das haben wir im Teil A schon mal gelernt, dass wir einfach abziehen dürfen. Also haben wir A hoch minus 19 oder 1 durch A hoch 19. 0,7 und 1,3 für den zweiten Teil der Aufgabe kann man natürlich zusammen nach vorne schreiben.
Dann haben wir a plus b hoch 5 und nochmal a plus b hoch 6. Das sind wieder zwei gleiche Terme, also zwei gleiche Basen. Auch hier oben die Exponenten zusammennehmen. 0,7 mal 1,3 sind 0,91. Und dann haben wir noch a plus b, weil 5 plus 6, 11 ist eben halt hoch 11. Letzte Aufgabe in diesem Block. Schauen wir mal, was da identisch ist. Hier haben wir b minus c, haben wir hier auch a plus b, haben wir hier unten auch. Sortieren wieder ein bisschen a plus b hoch 12 und dann minus 6, b minus 10 hoch 10 und dann minus 7. Ausgerechnet ergibt dann das Folgende. Im Block F sind auch nicht alle Dinge schwer, die schwierig aussehen. Manchmal ist es nur ein kleiner Trick. Hier zum Beispiel r plus s und r plus s haben wir wieder als gleiche Basis. Also wir können einfach die Exponenten voneinander abziehen. Also haben wir r plus s zum Quadrat. Hier haben wir jetzt die Schwierigkeit, dass wir da eine Division haben, wie auch in der folgenden Aufgabe. Aber eine Division ist bei Brüchen auch nichts, wovor man Angst haben muss. Denn man kann daraus eine Multiplikation machen, wenn man den Zähler und den Nenner umdreht. Das heißt, letztendlich hier die beiden tauscht, dann kann man da ein Mal hinschreiben. Nun ist aus der 27 hier noch eine 3 hoch 3 geworden, aus der 8 eine 2 hoch 3. Das liegt einfach daran, dass man hier die 15 als 3 mal 5 und die 16 als 2 hoch 4 auffassen kann. Vielleicht können wir hinterher was zusammenfassen, was dazu passt. Ansonsten steht alles genauso da wie vorher, nur dass natürlich hier die x hoch 3 y Quadrat da oben stehen und die a hoch minus 3 b Quadrat sind nach unten gewandert. Jetzt ein bisschen sortieren. 3 und 3 hoch 3 sind natürlich 3 hoch 4. Die 5 bleibt stehen. Hier muss man ein Malzeichen dazwischen setzen, weil es hier zwei Zahlen sind, sonst kann man es gegebenenfalls gar nicht mehr unterscheiden. Hier x Quadrat und hier haben wir noch x hoch 3, gibt x hoch 2 plus 3, y hoch minus 3 plus y Quadrat. Hier haben wir a hoch minus 2 plus a hoch minus 3 und das analog bei b. Wenn man jetzt das Ganze ein bisschen zusammenrechnet, minus 2 plus 2 gibt 0, die fallen weg. Dann haben wir hier a hoch x hoch 5, y hoch minus 1, a hoch minus 5. Und häufig sind hier diese Minuszeichen im Exponenten nicht so angenehm. Kriegt man aber ganz schnell weg, indem man einfach von Zähler in Nenner oder Nenner in Zähler tauscht. Achtung, bitte nicht einfach die Zahlen hier vorne vertauschen. Das geht dann böse in die Hose und sieht auch nicht mehr gut aus. So, auch hier natürlich machen wir wieder ein Malzeichen aus diesem durch, damit wir gut rechnen können. Und auch hier drehen wir selbstverständlich dann den Bruch dafür um. Und aus 77 wird 7 mal 11. Aus 56 kann man 6 mal 7 machen oder, Quatsch, 8 mal 7, 2 hoch 3 mal 7. Und die 44 lassen sich zu 4 mal 11 auseinander dividieren. Und die 32 sind 2 hoch 5. So, jetzt kann man hier wieder zusammenfassen. Hier die, das können wir mal so ein bisschen kürzen, die 11 gegen die 11, die 7 gegen die 7. Dann haben wir hier 2 hoch 3 und 2 hoch 5. Und hier haben wir noch eine 4. 4 sind 2 hoch 2. 2 hoch 2 mal 2 hoch 3 sind es auch 2 hoch 5. Also können wir auch das dann wieder alles zusammen gegeneinander kürzen. Achtung, bitte lassen Sie eine 1 da stehen und keine 0. Das heißt, es fällt also jetzt nicht alles weg. Wir können nur weiter sortieren. A, nehmen wir wieder die Exponenten. Hier haben wir a hoch 3, a hoch 2, also 3 minus 2. B hoch 5 minus minus 4 sind plus 4. X minus 2 minus 2 sind minus 4 nachher. Und Y minus 2 minus minus 3 haben wir hier die plus 3. Ausgerechnet ergibt das dann A, B hoch 9. X ist hoch minus 4 hier, deswegen unten in Nenner gewandert. Und Y hoch minus 2 plus 3 gibt nur noch ein Y.
So, dann noch der Teil G. Hier haben wir 7a minus 7b hoch 5. Irgendwie würden wir die natürlich gerne gegen die a minus b-Datei kürzen. Das dürfen wir auch, wenn wir ein bisschen aufpassen. Und zwar die 7 ausklammern. Dann haben wir 7a minus b immer noch hoch 5. Die 5, die kann man jetzt sowohl hier drauf als auch hier auf die Klammer beziehen. Also einzeln da oben dranhängen. Und dieses hier, das ist ja letztendlich dann die minus 1 da hinten. Das heißt, man erhält im Ergebnis 7 hoch 5 mal a minus b hoch 4. Hier in der Aufgabe haben wir jetzt wieder einen ganz anderen Fall, den haben wir so noch nicht gehabt. Wir haben hier ein hoch k und da ein hoch k. Das heißt, wir haben, und wir haben, ganz wichtig, kein Plus oder sowas dazwischen, sondern ein Mal. Wenn man ein Mal dazwischen hat, dann kann man auch das hoch k an alles oben dran schreiben. Und dann kann man hier ein bisschen aufräumen. 12, 7, 35, 6, die schreiben wir mal alle nach vorne, die ganzen Zahlen. X hoch 4 minus x hoch 7. Y hoch 1 minus y hoch 2, also minus, hoch, minus 2. Dann haben wir r hoch 2 minus 4, s hoch 3 minus 1. Und dann haben wir hier in den Ausdruck, den wir ganz bequem ausrechnen können, und die k da oben dran. Das lässt man ruhig so stehen. Das ist dann in der Regel leichter zum Weiterverarbeiten. Dann haben wir noch hier was Krummes mal ausnahmsweise oben dran. Wobei das nicht selten ist, das kommt durchaus häufiger mal vor. Auch hier, egal was das für eine Zahl ist, einfach das Ganze wieder auf jeden einzelnen Punkt beziehen. Und schon können wir das einzeln ausmultiplizieren. 10 mal minus 3 Fünftel und 1 Drittel mal minus 3 Fünftel. Dann kommen wir auf 10. Mal minus 2 durch 5 gibt 6, minus 3 durch 5 gibt minus 6. Und dann können wir hier noch die 3 rauskürzen. Das heißt, wir hätten hier eine Potenz von minus 1 Fünftel. Letztendlich kann man das mit dem Minuszeichen natürlich auch alles in Nenner schreiben, aber das bleibt einem wieder selbst überlassen, was letztendlich so das Schönste für einen ist zum Weiterrechnen.